Also ich habe Folgendes eingestellt. Wir sehen im Hintergrund die Microsoft-Aktie und im Vordergrund die Nasdaq. Es ist gleich 22 Uhr. Ich werde jetzt eine Position eingehen. Was ist der Runden? Wenn man wirklich runterhüpfen, dann wären das 12 Dollar gewesen. Gehen wir nach oben, ab und ab. Gleich noch einmal rein. So. Ich hoffe, da erwischt es doch richtig. Wenn es jetzt wirklich noch einmal weghüpft. Jetzt ist es tatsächlich. Wir sind das schon im Plus. Das Ding auch. Um 22 Uhr und wir gehen nach oben. Und Rasse. Jetzt gehen wir schon wieder nach unten. Ich werde das jetzt da auch hier da abändern. Noch einmal mich positionieren. Damit. Okay, gut. Microsoft hüpft hin und her und nach oben gehen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Party mitgeht. Ja. So. Oh, nach unten. Und da einmal rein. Loslassen. So, kein verkauft. Du Wahnsinn, da ist eine Schwankungsbreite drinnen. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, da kommt nicht aber das Tool hinten noch. Okay. Jetzt gehen wir nochmal rein. Jetzt laufen wir wieder nach oben. Ja, ideal wäre gewesen, wenn das jetzt wirklich live aufgenommen hätte. Was sind wir jetzt? Jetzt sind wir eigentlich da hier oben. Dann kommen wir wieder runter. Extreme Schwäche. Ich werde das etwas größer machen. So, da sehen wir da vielleicht ein bisschen mehr. Wieder da rein. Ja, das wird jetzt, glaube ich, durchstarten. Gehen wir da rein. Das ist jetzt da ungünstig und das Tool arbeitet für uns. Zack und rausgeworfen. Okay. Also ein bisschen wieder runterholen, kommen. Wenn wir dann noch einmal reinhüpfen, weil ich gehe davon aus, dass wir doch noch ein bisschen nach oben hüpfen. So. Okay. Ja. Ist halt ein reines Gamble, ein reines Spielen. In die Richtung, jetzt wird gewürfelt, sollen wir nach oben gehen, sollen wir nach oben gehen, jetzt gehen wir nach unten. Und zack, und wir beginnen da. Und da haben wir jetzt einen Fehler, glaube ich, was ich gerade da sehe. Und wir gehen raus gleich wieder. So. Jetzt da werde ich. Ich kann wieder auf die Longseite setzen. Ich gehe davon aus, dass wir gleich wieder einen Sprung kommen. Ja, gleich rein damit. Mal noch. Der nächste Sprung kommt sicher. Zack, einmal noch nachkaufen. Mal schauen wir uns an. Die eine Position ist schon im Plus und schon wieder rausgeworfen. Gut, das wollte ich so nicht füllen. Sollte auch wieder aktiviert werden. Risiko ist etwas sehr real. Und das war's auch schon wieder.
geht hinein. Jetzt wird der 13 nach oben. Das wird der nette Formulierend. Das macht er auch nicht. Okay. Ich glaube, ich lasse das jetzt. Dann muss ich mal ein bisschen bringen. Starten auch wieder und schon wieder passen. Okay, gut. Ich muss jetzt das kommen. Und was ist da rausgekommen? So. Wenn es verwundt, es ist ein lauter Mikroposition. Da kommt vor, haben wir gestartet. Ich glaube, das ist sogar noch eine Folge. Das war der Tipp, den ich da Adam reingenommen habe. Das war für den Griff ins Klo. Okay. So, was ist da rausgekommen mit dem Mikrospäßchen? Den ganzen Tag. Ich koste war 0,01 und jetzt bin ich da ganz einfach mal hochgekommen mit 0,03er Geschichten. Ist nicht die. Meistens hat diese Position gebraucht von. Also das sind meine Olden, das hat die letzten Kunden auch, das ist da hin und her gehüpft. Schauen wir uns da nachher noch an, die... Das Microsoft, das war das eine. Und nachher haben wir auch Amazon. Ja. Jetzt noch ein bisschen sagen, dass wir auch wechseln müssen. Aber immerhin, wenn wir uns jetzt das Prozent Musik anschauen, das ist der Schlusskurs, genau. Das ist der Schlusskurs, immerhin 1,36% höher. Sag ich dazu noch. So, Video beendet.